Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video zum Thema Zeitmanagement, Organisation und Planung im Mama-Alltag. Was natürlich super, super wichtig sind gute Planer, sind gute Kalender. Und deswegen möchte ich euch in diesem Video ganz viele Kalender vorstellen. Und ich denke, für die meisten von euch wird irgendeiner dabei sein, der auf euch passt. Das sind keine 0815 Kalender, sondern schon speziellere Sachen, aber alle auf ihre Art und Weise ganz speziell und anders. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Nicht jeder mag diese fertig vorgefertigten Kalender. Einige von euch wollen das einfach ein bisschen individueller gestalten können. Und da habe ich schon das Erste, was ich euch vorstellen möchte, von dem tollen Davanda-Shop, Olala-Shop. Dort könnt ihr alles selbst ausdrucken. Und das Ganze kann dann zum Beispiel so aussehen. Ihr könnt euch da wirklich ganz individuell, was muss in euren Kalender. Zum Beispiel hier so eine To-Do-List, My To-Do-List, super schön auch mit den Farben gemacht. Wenn ihr sowas in eurem Kalender braucht, dann tut es einfach in euren Kalender. Also das Schöne ist halt an dem Shop, dass ihr wirklich individuell euren Kalender zusammenstellen könnt. Ihr kauft euch dann einen tollen Ordner dafür, gibt es ja super viel Auswahl und könnt da wirklich entscheiden, was braucht ihr in eurem Kalender. Vielleicht braucht ihr auch einen Daily Planner, was ich halt auch super toll finde, wo ihr nochmal jeden Tag auch ganz detailliert für euch planen könnt. Der sieht dann so hier aus. Und was natürlich auch super wichtig ist, ist der Weekly Planner, um einfach auch die ganze Woche übersichtlich da zu haben. Das finde ich halt auch mega, mega cool. Da könnt ihr auf einen Blick sehen, was in der Woche angesagt ist. Außerdem habe ich von Olala Shop noch zwei kleine tolle Sachen zugeschickt bekommen. Und zwar ist das diese kleine süße To-Do-Liste, die ihr einfach überall auf dem Schreibtisch zum Beispiel liegen haben könnt. Und diese Sticker, damit ihr euch euren individuellen Kalender noch individueller und hübscher gestalten könnt. Und all diese Sachen möchte ich heute auch unter euch verlosen. All diese Sachen aus dem Olala Shop. Diese To-Do-Listen, den Weekly Planner und auch den Daily Planner. Natürlich auch mit den tollen Stickern und der To-Do-Liste, damit ihr jetzt schon anfangen könnt, euren individuellen Kalender zusammenzustellen. Was ihr tun müsst, um das ganze Paket zu gewinnen, das schreibe ich euch unten in die Infobox, da könnt ihr nochmal nachlesen. Und jetzt möchte ich euch gerne noch drei fertige Planer zeigen, die alle total anders sind und nicht so wie diese Standardplaner, die man so kaufen kann. Und der erste ist ein guter Plan. Den gibt es in super vielen verschiedenen Farben. Und den könnt ihr mitten im Jahr benutzen. Also da könnt ihr auch wirklich, wenn der euch gefällt, könnt ihr euch den jetzt sofort bestellen und jetzt benutzen. Da müsst ihr nicht bis nächstes Jahr warten. Also den kann man auch wirklich mitten im Jahr benutzen. Und den Shop dazu, den verlinke ich euch natürlich unten in der Infobox. Und was Geiles mit dem Planer mitkommt, ist zum einen dieser tolle Spruch. Wir haben alle ein bisschen "Ich will die Welt retten" in uns. Aber es ist okay, wenn du erstmal nur einen Menschen rettest. Und es ist okay, wenn dieser Mensch du selbst bist. Finde ich super genial, den Spruch. Und dann ist noch dieses Lesezeichen hier dabei. Falls du auf ein Zeichen gewartet hast, dies ist es. Benutze dieses Lesezeichen, um deine Ziele immer im Blick zu behalten. Und da schreibt man erstmal ein kurzfristiges Ziel auf, nämlich was man in 3 Monaten erreichen will mit jeweils 2 Meilensteinen. Dann ein mittelfristiges Ziel, was man in 1 Jahr erreichen will. Und ein langfristiges Ziel, was man in 3 Jahren erreichen will. Sich nämlich Ziele zu setzen und die in kleine Unterziele zu gliedern, finde ich super, super, super wichtig, um was zu verändern, um was zu erreichen. Genau, also das ist nicht nur ein Kalender, das ist so, so, so viel mehr. Ein großer Punkt oder ein großes Ziel dieses Kalenders ist Achtsamkeit. Gerade in unserer heutigen hektischen, durchgeplanten Welt ist das super, super wichtig. Über Achtsamkeit habe ich ja selber schon gesprochen. Ich finde es wichtig, durchgeplant zu sein, aber man darf dabei die wesentlichen Dinge einfach nicht aus den Augen lassen. Und ein guter Plan ist in 3 Teile eingeteilt. Als erstes macht man eine Bestandsaufnahme von seinem Leben im Lebensplaner. Das ist super, super interessant. Und zwar hier: Wann hast du das letzte Mal jemandem geholfen?
Und dann kann man das so ankreuzen. Es ist super genial, ne? Auch für so Leute, die sowas so gerne machen möchten. Dann auf der Arbeit. Welche Aufgaben bringen Stress und nerven dich? Womit vertrödelst du einen Großteil deiner Zeit und ärgerst dich dann? Liste deine Aufgaben im Job auf und bewerte von 0 bis 10, wie gerne du sie machst. Und im zweiten Teil dieses Buches hat man dann wirklich diesen ganzheitlichen Terminkalender, wie man ihn kennt und wie man ihn auch braucht, mit To-Do-Listen natürlich auch. Ihr könnt da täglich markieren, wie es euch geht. Das finde ich auch super interessant, einfach auch um die Möglichkeit zu haben oder diesen Anstoß zu haben, auch mal zu reflektieren, wie ging es mir heute eigentlich. Dann kann man auch noch einmal im Monat richtig stark reflektieren und sich eine Zielsetzung für den nächsten Monat machen. Ne? Wir wollen ja jeden Monat ein bisschen was verändern. Und im dritten Teil hat man dann nochmals richtig so ein Sachbuchteil. Ne? Also es ist wirklich ein ganzheitlicher Kalender. Und zwar hat man da 10 unterschiedliche Artikel in diesem Sachbuchteil drin. Und da geht es halt um Glück, um Achtsamkeit und eure Workflow-Optimierung. Und dann habt ihr da hinten dran nochmal diverse Listen und Informationen und natürlich auch Platz für Notizen. Also wenn ihr so richtig durchstarten wollt und so euer Leben nochmal komplett umkrempeln wollt und ganz viel verändern wollt, dann würde ich euch diesen Planer empfehlen, weil er euch dahin leitet, wie ihr das Ganze angeht. Er gibt halt unglaublich viele Tipps und Ratschläge und einfach auch Input und es motiviert halt auch unglaublich und ist wirklich so, so viel mehr als so ein normaler Standardkalender und das ist ein guter Plan. Als nächstes möchte ich euch zeigen, ein sehr schöner Frauenkalender, ein Mein Jahr im Einklang. Ich finde den schon mal erstmal super, super schön. Der ist auch nicht so groß und auch ein bisschen leichter. Und auch den verlinke ich euch natürlich super gerne unten in der Infobox und da geht es ganz stark um die Themen Astrologie, Sternzeichen, Tierkreiszeichen und ich finde es super spannend und wenn ihr euch dafür interessiert, dann ist es glaube ich ein richtig cooler Kalender für euch, weil wer hat sich nicht schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die Konstellation der eigenen Geburt sich auf das spätere Leben auswirkt, auf den eigenen Charakter, auf welche Menschen wir einfach auch in unserem Leben treffen werden, wem wir begegnen werden. Das finde ich eigentlich super spannend. Und ihr habt da halt jedes Sternzeichen auch aufgelistet und genau beschrieben und könnt euch da dann auch dazu schreiben, wer in eurem Umfeld zu welchem Sternzeichen gehört und könnt auch die Leute mal ganz anders wahrnehmen und einschätzen und unter die Lupe nehmen. Das ist also super spannend. Es beginnt halt damit, ne, dass die verschiedenen Sternzeichen jeweils, wann sie halt dran sind, beschrieben werden. Wir können das Ganze ja mal am Beispiel des Steinbocks machen, mit dem wir ins Jahr starten. Steinbock sind nämlich geboren vom 22.12. bis 20.01. Der Steinbock gehört zu den Erdzeichen. Zugeordneter Planet ist der Saturn. Und starke Frauen sind zum Beispiel Michelle Obama oder Marlene Dietrich. Lieblingsdüfte sind zum Beispiel Wacholder, Zypresse oder Zeder. Häufige Berufsfelder: IT-Technik, Musik, Medizin oder Jura. Edelsteine sind Sonnenstein, schwarzer Turmalin und Morganit. Jetzt wird's interessant. Charaktereigenschaften: Steinböcke sind absolut zuverlässig und dazu noch verantwortungsbewusst und solide. Von seinem Naturell her eher kühl und ruhig, wirkt er oft sehr ernsthaft und mitunter ein wenig schwerfällig. Seine zielorientierte Arbeitsweise macht ihn zu einem angenehmen und effektiven Kollegen. Dann hat man noch die Steinbockfrau in der Liebe. Frau Steinbock ist in erster Linie ausdauernd und erst in zweiter Linie experimentierfreudig. Langes Liebesspiel, die fortwährende Bestätigung, in guten Händen zu sein, ein wenig exotische Umgebung, das alles braucht sie, um warm zu laufen und ihre schützende, kühle Hülle abzustreifen. Dann hat man natürlich auch noch den Steinbockmann in der Liebe, weil vielleicht habt ihr ja in eurem Umfeld einen Steinbockmann und wollt wissen, wie es bei ihm so in der Liebe aussieht. Der Steinbock ist nicht leicht zu erobern. Nur sehr deutliche Signale, dass Frau jetzt durchaus tatsächlich Lust auf ihn, und zwar ausschließlich auf ihn hat, setzen seine Libido in Gang. Dann hat man noch ein Thema, das ist Date. Nur keine exotischen Schauplätze. Raum für Gespräche muss sein, angenehmes Ambiente, gutes Essen hilft ebenfalls. Dann auch noch den Bereich Beziehung. Die Beziehung beginnt quasi nach dem ersten Date, so es denn erfolgreich verlaufen ist. Hat der Steinbock einmal Vertrauen gefasst, bleibt er auch dabei.
Und dann auch noch zum Thema Freizeit. Sport ist für das Wohlgefühl des Steinbocks nicht unbedingt nötig, wenn er auch aus Vernunftgründen für körperlichen Ausgleich sorgen wird. Allerdings nicht zu dynamisch. Und dann könnt ihr halt hier unten Steinböcke in eurer Umgebung notieren. Und dann beginnt der Januar. Der 1. Januar, und ihr könnt hier hinten alles zum 1. Januar eintragen. Und hier seht ihr, habt ihr auch nochmal super viele Informationen. Da steht dann zum Beispiel, wann der Mondaufgang ist, der Monduntergang ist. Dann entsprechend noch, wann ihr Haare schneiden solltet, welches Element und welcher Planet gerade vorherrschend ist. Und all solche interessanten Dinge, wie halt die Sterne, der Mond unser Leben beeinflussen können. Genau, also für all jene, die darauf Bock haben, finde ich das super, super interessant und mal einfach so einen ganz anderen Blickwinkel auf das Jahr zu haben. Und dann auch noch super, super genial, mein Jahr, mein Plan 2018. Auch hier so schön, so sieht es eigentlich aus. Und Ziel dieses Planers ist es, der will euch dazu auffordern, das Steuer des Lebensbootes selbst wieder in die Hand zu nehmen. Also euch nicht leiten zu lassen von all den Umflüssen um euch herum, sondern mal wirklich euer Leben wieder selber in die Hand zu nehmen. Und da gehört Planung nun mal dazu. Ihr könnt euch hier ein Ziel aussuchen und einfach mutig und entschlossen darauf zusteuern. Und dieser Planer will euch dabei helfen. Jeden Monat wird ein neuer Lebensbereich angegriffen. Also ihr habt halt 12 Bereiche eures Lebens, die ihr innerhalb von 2018 bearbeiten könnt. Das sind halt Familie, Freundschaft, Fitness, Finanzen, also wirklich alles. Ich kann euch das auch mal ein bisschen genauer erzählen. Im Januar geht es um die handfesten Dinge. Also da wird so ein bisschen ausgemistet. Im Februar geht es um die Familie. Im März geht es um Schönheit und Styling. Im April geht es um den Sinn, also den Sinn im Leben. Im Mai geht es um Freundschaften, im Juni geht es um die Ernährung, im Juli geht es dann um Fitness. Im August wird sich die Bildung genauer angeschaut, im September geht es um das Erleben, um Erlebnisse, die dich glücklich machen. Im Oktober geht es um die Liebe, im November geht es um die Umwelt und im Dezember geht es um Beruf und Finanzen. Also wenn ihr wirklich noch mal so euer ganzes Leben durchleuchten wollt und da jemanden an die Hand haben wollt, der euch dahin durchhilft, finde ich das richtig gut, dass man wirklich mal so alle Lebensbereiche sich anschaut und schaut, was ist da gut, was möchte ich gerne verändern. Dieser Planer hat nicht im Sinn, euch zu einem perfekten Leben zu verhelfen, sondern einfach eingefahrene Denk- und Verhaltensmuster zu durchbrechen und sie aus dem Weg zu räumen. Also Dinge einfach auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen oder sich erstmalig mit einem Thema vielleicht überhaupt auseinanderzusetzen. Mit vielen Themen haben wir uns vielleicht so intensiv noch gar nicht beschäftigt und dieser Planer regt euch einfach dazu an, indem er euch jeden Monat auffordert, euch ein neues Thema in eurem Leben anzuschauen. Und ja, da wird ein für euch passendes Ziel dann auch immer entwickelt zu dem entsprechenden Thema. Und wir machen das jetzt einfach mal am Beispiel des Januars, wo es ja um die handfesten Dinge geht. Also sowas wie Ausmisten wird da halt wichtig, um Reparieren und Ausstatten, um die Sauberkeit geht's, um das Ordnen und um das Gestalten. Und hier kann man sich dann erstmal so zu Beginn des Monats ein paar Dinge notieren. Nämlich zum einen, was möchte ich in Ordnung bringen? Wie viele Tage benötige ich dafür und brauche ich dafür Hilfe? Einfach, um das Ganze auch viel, viel besser organisieren zu können. Wenn ihr Hilfe braucht, müsst ihr dann auch den Leuten Bescheid sagen, was ihr vorhabt und wofür ihr sie braucht. Und dann auf den Punkt gebracht, mein konkreter Plan für diesen Monat. Also für das Thema Ausmisten, Ordnung halten, macht ihr euch einen konkreten Plan, ein konkretes Ziel, was ihr in diesem Monat umsetzen möchtet. Und dann geht es los. Wir starten mit Notizen. Dann die erste Woche. Was kann ich diese Woche für mehr Ordnung in meinem Leben tun? Und dann reflektierend, was habe ich getan? Was habe ich vernachlässigt? Und was kann ich daraus lernen? Ist auch halt immer wieder wichtig, was wir auch schon im anderen hatten, diese Reflexion einfach. Und dann habt ihr hier einen ganz normalen Tag. Könnt eure Termine einschreiben, die ihr habt. Und könnt auch jeden Tag nochmal bewerten. So war das heute im Job, in der Freizeit, Freunde, zu Hause und in der Liebe.
Und so ist das das ganze Jahr dann aufgegliedert. Und das finde ich auch richtig gut, wenn ihr wirklich euch mal so euer ganzes Leben anschauen wollt und euch auch mal mit Dingen beschäftigen wollt, was ihr vielleicht vorher gar nicht so getan habt. Und ihr habt da halt jeden Monat einen Plan, ein Ziel. Und ich glaube, da kann sich in einem Jahr so viel verändern. Und als letztes noch was anderes. Aber ich muss es euch einfach zeigen, weil es so schön ist. Und es tut mir auch leid für meine beste Freundin, die dieses Video jetzt wahrscheinlich schaut, weil du weißt, was du dieses Jahr zu Weihnachten bekommst. Andererseits weißt du dann jetzt auch, dass du dir bitte keinen Kalender für 2018 kaufst. Meine beste Freundin bekommt nämlich dieses Jahr zu Weihnachten das hier von mir. Das ist, mit dir ist das Jahr viel schöner, der Kalender zum Selbstgestalten und Verschenken für die beste Freundin für 2018. Ich mache ja auch jedes Jahr für meine Schwiegereltern einen Kalender selber, die kaufen sich auch schon keinen mehr und da kommen dann Bilder der Kinder rein. Aber sowas Schönes wie dieses hier habe ich wirklich noch nie gesehen. Der ist so genial. So habt ihr natürlich nochmal so, ne, das vorangegangene Jahr ein bisschen aufgelistet und dann geht es los. So sieht der Januar aus. Ihr könnt da halt Bilder einkleben, ihr könnt Erinnerungsstücke einkleben, ihr könnt tolle Sprüche reinschreiben, ihr könnt euch an Gegebenheiten erinnern und die nochmal kurz aufschreiben. So sieht dann der Februar, ach der Februar ist das schon, hier dann der März. Also ich finde das vom Style halt so geil. Hier haben wir den Mai. So schön. Ich habe in meinem Leben wirklich noch nie einen so schönen Kalender zum selber gestalten gesehen. Ich finde das so klasse. Hier hinten seht ihr auch noch ein paar Monate. Also es tut mir leid, dass du jetzt weißt, was du zu Weihnachten bekommst, aber ich wollte es euch anderen einfach empfehlen, weil ich es so toll finde. Ich verlinke euch den Kalender sowie alle anderen Kalender, die ich euch in diesem Video gezeigt habe, unten in der Infobox. Ich finde, ein Kalender ist einfach so wichtig. Einfach, um es im Blick zu haben, um es auch niederzuschreiben, um es aus eurem Kopf auch rauszubringen. Oder um Pläne zu schmieden, um Ziele wirklich festzulegen, sie fest aufzuschreiben und wirklich auch was zu verändern. Ein Kalender soll nicht nur eure Termine festhalten, er soll euch auch helfen, in eurem Leben was positiv zu verändern. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps, ein paar Anregungen geben für einen neuen Kalender. Schreibt mir gerne unten in der Infobox, welcher euch jetzt, in der Infobox, in den Kommentaren, welcher euch jetzt so als erstes angesprochen hat, welchen ihr euch vielleicht fürs nächste Jahr oder sofort, weil ein guter Plan kann man ja auch sofort anfangen, kaufen möchtet. Ich verlinke euch alle Kalender unten in der Infobox. Genauso nochmal alle Informationen zum Gewinnspiel. Ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!